Helden des Lichts. Los geht's. Seht euch vor. Hey, seht mal. Eine Tür. Was für ein seltsamer Ort. Sieht aus, als hätte hier jemand gewohnt. In diesem Loch? Vielleicht mussten sie vor etwas hierhin fliehen. Arme Schlucker. Was meint ihr? Sind die immer noch hier? Was ist das für ein Kabel? Es führt hier rüber. Es muss mit irgendetwas verbunden sein. Ein Generator? Sieht so aus. Ob der noch läuft? Probieren wir es mal. Läuft. Oh, und es ward Licht. Wurde aber auch Zeit. Die Decke ist mir nicht geheuer. Sieht ziemlich mitgenommen aus. Ob das hält? Ups. Was war das? Sorry, nur eine Dose. Mann, du Trampeltier! Hatte beinahe einen Herzinfarkt! Was war das? Die Decke! Ich will hier nicht sterben. Also machen wir es kurz. Fieses irgendwas wartet auf uns hinter der nächsten Ecke. Ich hab's im Gefühl. Du hast bloß Schiss. Die Tür ist verschlossen. Nicht unser Tag. Mann, bist du stumm. Suchen wir einen anderen Weg, Noct. Hallo. Oh, nee. Hier ist auch abgeschlossen. Die Richtung wirkt jedenfalls vielversprechend. Finde ich auch. Wollt ihr nicht nachschauen? Von mir aus müssen wir nicht. Also bleiben lassen? Hier geht's nicht weiter. Hätte schwören können. Was zur Hölle? Stromausfall? Ist das lästig. Klappe zu, Monstertod! Generator den Geist aufgegeben hat? Lässt sich jetzt auch nicht ändern. Los, weiter. Hier wohl Leute gestorben sind? Vielleicht irren ihre gequälten Seelen ja noch immer. Zwecklos. Hier entlang. Was war das? Keine Ahnung. Was auch immer es sein mag, es spielt mit uns. Wartet mal. Also, ich zähle bis drei. Und bei drei öffnet ihr die Tür, okay? Ja. Okay, Leute. Eins, zwei, drei. Hoffnungslos, fest verriegelt. Was soll das? Hallo? Tu nicht so, als wäre... Wieder zu. Hier ist auch zu. Es kam von da drüben. Von hier, glaube ich. Nanu, was ist? Das war gerade noch nicht da.
Guckt mal, noch ein Generator. Ja, und noch. Brillant. Kinderleicht. Ja, perfekt. Wartet! Habt ihr das gehört? Nichts da. Außer Schimmel. Du bist ja richtig in Fahrt. Hasta la vista. Tut mir leid. Stimmt ja, du hast Insekten. Ich? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Oh, das sieht gut aus. Auf eine schlechte Art. Seht euch besser vor. Weiter. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn?
Nockt leiht sich also die Kräfte seiner Ahnen. Hm, so in der Art. Bei seinen Fortschritten ist er bald stärker, als sein Vater es je war. König auf Pump. Mehr Respekt. Und? Wie ist es so? Hm, als hätte ich ein paar Tricks auf Lager. Ja? Ein Glück. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich habe Kräfte gesammelt. Sehr gut. Ich habe eine Bitte. Das Imperium errichtet an der Straße nach Vestaska eine Kontrollbasis. Wir müssen verhindern, dass sie fertigstellen. Wenn ihr sie nicht zerstört, wird euch der Weg zu weiteren Königswaffen versperrt bleiben. Geh zu Monika. Sie und die Jäger in der Siedlung haben weitere Informationen für euch. Und? Er will, dass wir eine imperiale Kontrollbasis zerstören. Als erstes müssen wir mit Monika sprechen. Jetzt, wo du es sagst, neulich fiel mir eine Art militärische Anlage auf. Kunststück. Die war ja nicht zu übersehen. Muss es gleich eine ganze verdammte Basis sein? Schaffen wir das denn? Wir müssen nur gut vorbereitet sein. Lasst uns erstmal Informationen sammeln. Ja. Also, auf in die Siedlung. Also gut. Das geht zu weit. Sorry. Sehr schlechte Sicht. Putz deine Brille. Danke für den Tipp. Gehen wir einkaufen. Ja, gute Idee. Kommst du nicht mit? Du bist begabt, Prompto. Chor. Cool.
Ziemlich cool. Besten Dank. Jetzt braucht der Kochtopf nicht zu ruhen. Warum jagst du eigentlich nicht selbst? Nun, als Kind hat mich mein Hunger zwar schon dazu gezwungen, mein Essen gewaltsam zu beschaffen, aber eigentlich bin ich eher friedlich. Seit Sid mich unter seine Fittiche genommen hat, benutze ich mein Messer nur noch in der Küche. Nun, wie auch immer. Hier ist eure Belohnung. Kocht was Schönes damit. Darf ich euch um Hilfe bitten? Ja, klar doch. Mein Lieferant wird von Wildtieren aufgehalten und kann seine Bohnen nicht liefern. Bohnen also? Nicht dein Ding? Geht so. Dann hast du noch keine guten gegessen. Die Würzmischung macht's. Meine Stammkunden sind der beste Beweis. Wenn ihr mir helfen könntet, wäre das schön. So, bin gleich da, dann machen wir Quests.
Du bist und bleibst ein Sturkopf, Nocht. Könntest ruhig mal ein Herz für Bohnen zeigen. Du weißt überhaupt nicht, was dir entgeht. Ja, ja, hack ruhig auf mir rum. Oh? Hoheit! Hey! Na, macht ihr etwa gerade Pause, Hoheit? Schön wär's. Wieso? Willst du uns etwa einspannen? Keine Angst, das hatte ich eigentlich nicht vor. Hast du viel zu tun? Ja. Aber heute liege ich ausnahmsweise nicht unter der Motorhaube. Ich muss los und etwas besorgen. Ich habe nämlich eine ziemlich interessante Information aufgeschnappt. Geht um ein unheimlich seltenes Autowachs. Das wäre genau das Richtige für den Regalia. Wollt ihr gerade los? Sollen wir nicht lieber gehen? Was? Ist doch für den Regalia. Eigentlich schon, aber... Na gut, warum eigentlich nicht? Es wird aber gar nicht leicht, es zu finden. Wieso? Weil es irgendwo unterwegs vom Laster gefallen sein soll. Wir sollen also nach dem Wachs suchen und es dann zu Sydney bringen. Soweit ich weiß. Unglaublich! Sydney wollte die Arbeit eigentlich für uns erledigen, oder? Ich werde es finden. Was habt ihr denn da Seltsames? Meinst du das hier? Das haben wir nach einem Kampf mit Imperialen gefunden. Eine insomnische Waffe? Wenn ich euch die etwas modifiziere, dann haut sie mehr rein. Was? Modifizieren. Ah ja. Jetzt, wo Sydney sich um die Werkstatt kümmert, habe ich ja nicht viel zu tun. Die Einzelteile dafür müsst ihr aber auftreiben. Das sind die richtigen Teile. Den Rest mache ich. Probier die Waffe gleich aus. Wirst deinen Spaß dran haben. Da hast du ja wieder was Interessantes gefunden. Gut, bring mir die notwendigen Waffenteile. Umbauen, hm? Nur zu. Was denn? Eine Niffenwaffe? Du scheust dich wohl nicht, dir die Hände schmutzig zu machen, was? Los, bring mir Waffenteile, und zwar Dali. Was denn? Eine Niffenwaffe? Du scheust dich wohl nicht, dir die Hände schmutzig zu machen, was? Los, bring mir Waffenteile, und zwar Dali. In Ordnung, der alte Sid wird euch nicht enttäuschen. Jetzt hast du keine Ausreden mehr. Tag. Umbauen, hm? Nur zu. Immer Mund. Nichts zu tun?
Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Oh, Sid. Guten Morgen. Na? Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. Na dann, sehen wir uns mal um. Das Wachs muss irgendwo hier liegen. Ja, suchen wir. Wir brauchen Licht. Ja. Perfekt. Kann nur zustimmen. Augen auf! War keine Absicht. Hm.
das hier? Ziemlich alt. Hä? Aerodynwachs. Schon mal von gehört? Von dem Wachs? Sydney erwähnte, dass es vor 30 Jahren verkauft wurde. Da waren wir ja nicht mal geboren. Ist das lästig. Ich bin überwältigt. So bin ich halt. Reicht eine Minute? So lange brauchen wir. Fit? Und wie? Weiter geht's. Wie war denn noch? Den beeindrucken. Mach dir um mich keine Sorgen. Kurt, der Vorhang fällt. Oh, was für eine hübsche Farbe. Was war das? Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Hoffentlich gibt es nicht schon wieder Straßensperren. Ach. Sieh dich einfach in Ruhe um. Besten Dank. Sieht sich! Ja. Ihr habt es gefunden! Klasse! Es ist sogar besser erhalten als erwartet.
Dieses Wachs reduziert den Luftwiderstand der Karosserie. Dadurch verbraucht der Regalia weniger Sprit. Ach ja? Naja, ihr müsst mir das nicht glauben. Jedenfalls sagt man diesem Wachs solche Fähigkeiten nach. Aber selbst wenn es nicht stimmt, schützt es die Karosserie. Echte insomnische Qualität eben, was? Als vor 30 Jahren der Wall errichtet wurde, wurde es nicht mehr importiert. Kurz darauf war es überall ausverkauft. Ah. Großvater ist ja auch nie wieder nach Insomnia gefahren. Darum hab selbst ich es nur ein paar Mal gesehen. Ihr solltet den Regalia damit wachsen. Vielleicht verbessert es ja tatsächlich den Benzinverbrauch. Also, wenn ihr es ausprobieren wollt, sagt Bescheid. Nanu? Habt ihr heute nichts zu tun? Geht so. Warum? Können wir dir womit helfen? Nett, dass du fragst. Ich habe eine ganze Menge Arbeit am Hals. Aber irgendwie schaffe ich das schon alleine. Komm, wir sind dir was schuldig. Na gut. Aber ich bezahle euch für die Hilfe. Könntet ihr für mich vielleicht nach Erz suchen? Vielen Dank. Wirklich. Ihr Jungs würdet tolle Jäger abgeben. Also, das wird zu Autolack. Das lasse ich besser raffinieren. Ich sollte Holly anrufen. Heute wird das nichts mit Schlafen. Echt jetzt? Ja, ich habe eine ganze Menge Autos in der Werkstatt. Hier, Hoheit. Wie versprochen. Die Belohnung. Der Sticker ist für den Regalia. Soll ich ihn gleich anbringen? Hoheit, habt ihr Jungs kurz Zeit? Hm? Spannst du uns wieder ein? Na, da habe ich aber einen Ruf weg bei euch. Ich brauche aber tatsächlich Hilfe. Ich suche etwas. Kein Problem. Einer von uns kann es gar nicht abwarten, dir zu helfen. Nicht dein Ernst. Naja, egal. Ich brauche Material zur Lackversiegelung. Der Jäger, den ich mit der Lieferung beauftragt habe, hat es nach einer Pause unterwegs tatsächlich liegen lassen. Um ehrlich zu sein, habe ich das Material für den Regalia bestellt. Wenn ihr es findet, dann poliere ich euch den Wagen damit. Los geht's. Los geht's. Abmarsch.
Augen auf! War keine Absicht. Mann, Kor ist echt ein krasser Typ. Zum Glück ist er auf unserer Seite. Hey, Noct, über dir! Hier räume ich auf. Gott hat voll den Lauf. So will ich halt. Ja, erwischt. Weniger herausfordernd als erwartet. Ja, ich denke auch. Was nenne ich großen Prozess? Klingt, als würd's dir blendend gehen. Ich hab's an. Dem Schuh. Schütt ihn halt aus. Ja. Ich verdanke euch mein Leben. Ein Problem weniger.
Noct, wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Hoffe, es ist was für dich dabei. Wir sind im Geschäft. Bis in Bälde. Da seid ihr ja. Der General hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Basis gefunden. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Die Route ist relativ sicher und sollte euch Zugang ins Innere verschaffen. Ich gehe schon vor. Kommt bitte nach, wenn ihr die notwendigen Vorbereitungen getroffen habt. Okay, los geht's. Ignis, los. Einen Moment. Wer ist diese Monika überhaupt? Ein Mitglied der Königsgarde, wie Gladio und ich. Mein Vater vertraute ihr, wie auch Dustin, dem Gardisten, der Iris begleitet. Irgendwie tut es gut, ein vertrautes Gesicht aus Insomnia wiederzusehen. Ich denke, aus denen sollte sich was kommen lassen. Jawohl. War nicht schon aufs Abendessen. Ja. Mitleid. Aber irgendwie habe ich Schuldgefühle. Die Natur kennt auch kein Erbarmen. Also töten wir. Wenn du so ernst bist, läuft mir kalt den Rücken runter. Wir teilen uns hier in zwei Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter. Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Okay, bis dann. Mach uns stolz, Kumpel. Wir erledigen unseren Teil. Thank you.
Wir nutzen die Verwirrung und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurzen Prozess. Sicher doch. Ist das alles ein Kinderspiel? Gewöhn dich nicht daran. Es kann gut sein, dass du schon bald wieder ohne mich auskommen musst. Ich muss also selbst sterben. Da oben! Okay! Hast du eine Gefahr für die ganze Gruppe? Das hätte ich sogar alleine geschafft. Noctis, pass auf, dass du nicht zu selbstgefällig wirst. Noct! Und der General. Seid ihr unverletzt? Ja, bei euch auch alles okay? Na klar, was denkst du denn? Wir sind schließlich Profis. Euer Ablenkungsmanöver war ein voller Erfolg. Nicht bewegen! Stehen bleiben! Der alte Kur. Dachte, du liegst unter den Trümmern der Zitadelle. Bist du es denn nicht leid, der Unsterbliche zu sein? Diese Legende wird heute enden! Stecken wir unsere Revier ein. Es ist ein Bilder!
geben darf. Meine Augen! Ist das möglich? Keine Gnade. Muss wohl alles geben. Na, warte! Freu dich nicht zu früh! Sehr gut. Eure Fähigkeiten sind mehr als zufriedenstellend. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ein Glück. Ich werde meine Beobachtungen des Imperiums fortsetzen. Wir hören voneinander. Die Welt hier draußen ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Wir haben noch viel vor uns. Ja. Thank you.
Der Prinz konnte also entkommen. Was ist mit dem Ring? Der Ring ist bei Luna Freya. Finde und töte sie. Beide. Nur auf den Ring kommt es an. Aber der Tod ist so endgültig, Eure Exzellenz. Wie ihr wisst, besitzen die Götter große Macht. Und die Kanagi ist es, die diese unbeschreibliche Kraft an den König weitergeben kann. Lebend wäre sie ein gutes Forschungsobjekt. Was meint ihr, Oberkommandant Ravus? Was ist? Als Befehlshaber liegt die Entscheidung doch bei euch. Oder etwa nicht? Na gut, doch erst einmal müssen wir die beiden aufspüren. Ich werde nicht ruhen, bis die Kanagi und der Prinz in meiner Gewalt sind. Der Kristall. Ich sehe sein Licht. Mit Vollgas raus in die weite Welt! Endlich können wir diese Einöde hinter uns lassen. Die nächsten Regionen sind viel weitläufiger als Lied. Ehrlich? Gibt es irgendwelche berühmte Orte? Zunächst erreichen wir Daskar, berühmt für sein Sumpfland. Na toll, ein Sumpf. Es gibt auch einen Wald mit Chocobos. Oh, Chocobos! Hinter Daskar liegt die Region Klain. Die größte Stadt dort ist Listalo. Ist das nicht die Stadt, die Iris ansteuert? Ja, mittlerweile müsste sie dort angekommen sein. Die Stadt floriert dank der Kraft des Meteors. Der aus der Legende? Ja, die Leute nutzen seine Hitze zur Energiegewinnung. Wow, ziemlich abgefahren. Ja, die Welt ist groß und abgefahren. Es wird eine lange Fahrt. Wir sollten den Wagen besser volltanken. Mittlerweile sind wir lange genug hier draußen unterwegs. Noct, wenn du mal fahren möchtest, sag einfach Bescheid. Telefon. Hallo? Noct? Iris? Du bist es! Bin ich froh, dich zu hören. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben es nach Listalum geschafft. Und eine Unterkunft haben wir auch. Also, sag Bescheid, wenn ihr kommt. Dann können wir uns treffen. Ja, ich melde mich. Bis dann! War das Iris? Um ihren Bruder hatte sie keine Angst? Warum auch? Du wurdest schließlich nicht in allen Zeitungen für tot erklärt. Und was ist mit mir? Hat sie nach mir gefragt? Habt ihr das Schild da gesehen? Lasst uns Chocobos angucken! Hey, schon vergessen, dass wir nach Lestalum müssen? Ach, kommt schon! Der kleine Umweg! Ich will auch die Chocobos sehen. Hurra!